ich hätte einen Auftragskiller geheiratet und nicht irgendeine Waschfrau. Nee, ich bin verkleidet, Jill. Das ist eine dämliche Verkleidung. Etwas Respekt, etwas Respekt, etwas Respekt. Jimmy die Tulpe ist wieder da. Und er hat nichts von seinem Stil verloren. Jimmy, nicht schießen, ich bin's aus! Ich weiß. Okay, du hättest mich fast getroffen. Laszlo Gogolek war bei mir zu Hause. Oh mein Gott. Wo ist Jimmy? Ich weiß, dass er noch lebt. Cynthia wurde entführt. Ich brauche deine Hilfe. Das ist doch klasse. So kommst du wieder ins Spiel. Ja, so kann er wieder ins Spiel kommen. Ich habe keine Absicht, wieder einzusteigen. Ich koche gerne, ich putze gerne und ich dekoriere gerne. Verstehe. So verhält sich also ein Massenmörder in Rente. Nein, so verhält sich ein Massenmörder in Rente. Verstanden. Ist irgendjemand zu Haus? Du bist echt eine Pfeife aus. Wer baut diese Dinger? Du befolgst einfach nicht das ABC des professionellen Tötens. Es gibt ein ABC des professionellen Tötens? Halt die Klappe! Die Stadt hat einen neuen Sheriff. Feuer einstellen! Stellt das Feuer ein! Bitte aufhören zu schießen! Oh. Entschuldigung, das war ich. Wäre schön, wenn du uns nicht erschießt. Bruce Willis. Halt dich von meinen Hühnern fern. Trägst du wirklich Häschenpantoffeln? Matthew Perry. Du hast vor allem Angst, Oz. Das ist so nicht richtig. Amanda Peet. Ich will, dass sie mein Herz fühlen. Ich glaube nicht, dass das ihr Herz ist. Kevin Pollak. Versteck dich ruhig weiter vor mir. Das macht Spaß. Natasha Henstridge. Sie ist Pfadfinderin. Ich glaube, sie hat da was in der Hand. Kekse? Sie brauchen dringend eine Therapie. Keine halben Sachen. Jetzt erst recht. Weißt du, dass ich mal Badness habe? Hall, hall. Und was soll das hier? Schaff das hier bitte. Wieso? Weil ich es hasse. Zahlen.